Guten Tag, mein Name ist Michael Brahmann, bin 51 Jahre jung und Zwangsmitglied der Handwerkskammer Hildesheim. Zugleich jedoch freiwilliges Mitglied im Bundesverband für Freie Kammern, BFFK, nachzulesen im Internet unter www.bffk.de, für einen Jahresbeitrag von lediglich 30 Euro, ohne Zusatzbeitrag und ohne Umlage. Nachdem mir die Handwerkskammer den Gerichtsvollzieher für noch offene Zwangsbeiträge ins Haus geschickt hat, habe ich mich entschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Unter anderem habe ich den Norddeutschen Rundfunk, NDR, kontaktiert, um auf die Missstände speziell der Handwerkskammer Hildesheim aufmerksam zu machen. Hierbei ging es insbesondere gegen die Wahlbekanntmachung der Wahlen zur Vollversammlung, denn es fanden überhaupt gar keine Wahlen statt. Es wurde bestimmt. Ich habe zu diesem Thema schon einmal ein kleines Statement abgegeben. Und unter anderem über um die Legalität des Handwerkskammerpräsidenten. Der Bericht wurde auf den Seiten des NDR im Internet fünfmal angekündigt und fünfmal kurzfristig am Sendetag wieder abgesetzt. Über das eigentliche Thema, die Wahlbekanntmachung bzw. die Illegalität des Präsidenten, wurde überhaupt nichts berichtet. Die Handwerkskammern haben vielfältige Aufgaben. Sie verstehen sich als Interessenvertretung der Betriebe, kümmern sich um die Aus- und Fortbildung, sie bieten Beratung oder erstellen Gutachten. Und zwar gratis für die Mitglieder. Einziger kleiner Haken, die Mitgliedschaft ist Pflicht für jeden selbstständigen Handwerksmeister und das gefällt nicht jedem. Liebe Moderatorin, die von Ihnen beschriebenen sogenannten vielfältigen Aufgaben beinhalten jedoch nicht die von den Kammern veranstalteten Selbstbeweihräucherungsveranstaltungen, wie Ehrungen von silbernen Nägelchen anhängen. Die ich im Interview übrigens speziell angesprochen habe, was ich in diesem Bericht absolut vermisse. Mag sein, dass sich die Kammern als Interessensvertretung der Betriebe ansehen. Die Zwangsmitglieder sehen dies allerdings sehr unterschiedlich bzw. gegensätzlich. Die Kammern kümmern sich um die Ausbildung, das können sie ja gerne machen, aber dann möchten sie sich bitte auch darauf auf ihre Aufgaben beschränken. Dass Fortbildungen der Kammern für Mitglieder kostenlos sind, das ist mir wahrlich neu. Für Fortbildungsmaßnahmen der Kammern muss nochmal richtig abgeschmückt werden. Gutachten sind kostenlos, naja, ist mir auch nicht so richtig bekannt. Beratung der Kammern? Die Kammern sind ja nicht mal in der Lage, sich selber zu beraten, wirtschaftlich. Die Kammern können ja nicht einmal ohne Zwangsgelder existieren. Lieber gönnen sich die Geschäftsführer fürstliche Gehälter auf Kosten der Zwangsmitglieder und verschweigen diese auch noch vorsätzlich. Die Kammern bekommen übrigens auch Zuschüsse von Land, Bund und EU. Jedoch niemand kontrolliert wirklich, wo die Beiträge hingehen. In Süddeutschland, ich glaube in Heilbronn, sitzen gerade zwei Geschäftsführer in Untersuchungshaft, die solche Gelder veruntreut haben. Aber nun zum Thema. Tischlermeister Michael Pramann, beruflich ein Einzelkämpfer. Und auch mit seiner Meinung zur Pflichtmitgliedschaft in den Handwerkskammern schwimmt er gegen den Strom. Mich hat niemand gefragt. Ich zahle da Beiträge und weiß nicht wofür. 180 Euro Grundbeitrag plus 1% seines Gewinnes muss Tischlermeister Pramann für seinen Betrieb pro Jahr an die Handwerkskammer in Hildesheim zahlen. Geld, über das er lieber frei entscheiden würde. 180 Euro Jahresbeitrag und 1% Umlage scheinen für manche ein Hühnerschiss zu sein. Aber das Geld wird nicht im Schlaf verdient. Es ist eine Knochenarbeit. Wenn ein Verein gut ist, dann tritt man davon alleine ein. Das ist bei jedem Verein so, im Fußballverein, im ADAC. Der ADAC ist auch auf freiwilligen Basis, der existiert, nur die Handwerkskammer nicht. Mit seiner Meinung steht Tischlermeister Pramann nicht alleine da. Der Bundesverband für Freie Kammern und andere Kritikerverbände sehen in der Pflichtmitgliedschaft eine Gefahr für das gesamte deutsche Handwerk. Wir haben in Deutschland im Grunde genommen eine Situation, die europaweit gar nicht mehr konkurrenzfähig ist. Es gibt in Österreich noch ein sehr ausgeprägtes Kammersystem und in anderen europäischen Ländern nur noch Restbestände, sage ich mal, beziehungsweise gar keine Pflichtmitgliedschaften. Und das ist für deutsche Unternehmen ganz klar auch ein Standortnachteil.
Auch wenn ausländische Konkurrenz nicht das Hauptproblem von Tischlermeister Pramann ist, würde er seinen Beitrag trotzdem lieber freiwillig leisten und kämpft weiter für eine Änderung der Handwerksordnung in Deutschland. Ja, eine Frage, die ich gleich an Michael Koch weiterleite, den Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer in Niedersachsen. Herr Koch, wie hoch ist Ihr Gehalt? Wie hoch sind Ihre Aufwandsentschädigungen? Was fahren Sie für ein Dienstwägelchen auf Kosten der Zwangsmitglieder? Würde das System denn auch auf einer freiwilligen Basis funktionieren? Nein, dieses System, so wie es konstruiert ist, kann auf einer freiwilligen Basis nicht funktionieren. Herr Koch, diese Verschwendung der Kammern kann auch nicht auf freiwilligen Basis funktionieren. Es kann nur auf Zwangsbasis bestehen. Denn die Handwerkskammern haben ja ein bestimmtes Aufgabenspektrum und das haben sie vom Staat bekommen. Und das bedeutet, dass sie eine gewerkeübergreifende, sehr zielgerichtete Interessenvertretung für alle Handwerksbetriebe machen. Herr Koch, hierfür bedarf es keinen wie zurzeit existierenden aufgeblähten Verwaltungsapparat der Kammern. Ebenso, wie ich schon angesprochen habe, diese fürstlichen Gehälter. Nochmals, Herr Koch, was verdienen Sie in Anführungsstrichen? Dass Sie sich sehr stark engagieren in der Berufsausbildung, in der Weiterbildung und im Prüfungswesen. Und das ginge nicht freiwillig. Nun wird ja angesprochen im Film, man könnte ja vielleicht für Leistungen punktuell Bezahlung verlangen. Wieso funktioniert denn das nicht? Liebe Moderatorin, ich habe gar nicht mitbekommen, dass dies in Ihrem Bericht angesprochen wurde, obwohl im Interview wurde auf dieses Thema hingewiesen. Naja, aber es müsste ja zum Beispiel, wenn dieses System freiwillig umgestellt würde, dann müsste der Staat ja bestimmte Aufgaben übernehmen, die man nur für alle erbringen kann. Und das würde bedeuten, dass er alleine für 70.000 ehrenamtliche Prüfer für in der Berufsausbildung die Kosten übernehmen müsste. Das wäre so handwerksfern, das wäre so teuer, das wäre zentralistischer und es wäre weniger Freiheit auch für den einzelnen Betrieb. Kosten für Ehrenämter übernehmen? Herr Koch, Ehrenämter sind Ehrenämter und somit, da bekommt niemand was. Selbst Parteien, die Parteien basieren auf ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die Basis arbeitet ehrenamtlich und die Parteien existieren. Allerdings, Abgeordnetenwatch berichtete am 26.05.2010, ich habe hier eine E-Mail bekommen, die CDU wie auch die SPD erhielten eine Spende von der Daimler-Benz AG in Höhe von 150.000 Euro. Warum nicht bei den Kammern? Lassen Sie sich doch von den finanzstarken Mitgliedern sponsern. Nun wird auch im Film angesprochen, Wettbewerbsstandortnachteil gegenüber europäischen Firmen durch diesen Zwangsbeitrag. Was sagen Sie denn dazu? Na, ich sehe das genau als Gegenteil. Warum ist denn Deutschland international so wettbewerbsfähig? Warum wird uns zum Teil schon vorgehalten, dass wir die stärksten in Europa sind? Weil wir eine sehr erfolgreiche Wirtschaft haben. Das bedeutet, wir haben tolle Fachkräfte, die super ausgebildet sind aufgrund dieses Berufsaus- und Fortbildungssystems. Es ist also ein großer Wettbewerbsvorteil sogar für das deutsche Handwerk. Und das sehen Sie auch daran, dass deutsche Handwerker im Ausland sehr gefragt sind, weil die genau so etwas nicht haben. Deutschland ist wettbewerbsfähig. Merken Sie eigentlich gar nicht, wie es hier abwärts geht? Es gab mal Zeiten, da haben wir die Entwicklungshilfe nach Indien geschickt. Heute kommen die aus Indien hierher und zeigen uns, wo es lang geht. Deutsche Handwerker sind im Ausland gefragt? Nein. Deutsche Handwerker packen von alleine die Koffer, weil es hier in diesem Land langsam unerträglich wird. Und das alles für einen Grundbeitrag von 180 Euro im Jahr, das ist nicht zu teuer. Herr Koch, nochmal, das ist eine Unverschämtheit, was Sie sich hier erlauben. 180 Euro ist nicht so teuer. Wie hoch ist Ihr Gehalt, Herr Koch? Also Sie sehen so eine Art Qualitätssiegel darin. Es ist ein Qualitätssiegel und das ist es heute, dieses Made in Germany. Das war es aber nicht immer, denn es war mal Made in Germany ein Abwehrinstrument der Engländer gegen deutsche schlechte Produkte, als es dieses System noch nicht gab. Herr Koch, vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Gern, Frau Hader. Dies war das zweiminütige Statement des Herrn Koch. Jedoch über den Sumpf Filz und die Willkür der Kammern, wie nochmal die Wahlen, die nicht stattgefunden haben und die Illegalität des Präsidenten, die Legalität des Präsidenten, die ich anzweifle und die aber ganz offensichtlich als Party-Service-Betreiber besteht, davon wurde nichts berichtet. Ich bin enttäuscht vom NDR. Außerdem sollte die Sendung in 19.30 Uhr in der Sendung Niedersachsen 19.30 Uhr das Magazin gesendet werden. Es wurde jedoch in der Sendung um 18 Uhr gesendet. Alle Sendungen, die um 18 Uhr gesendet werden, werden normalerweise nochmal um 19.30 Uhr in leicht abgeänderter Form wiederholt. Nicht jedoch dieser Beitrag.
Jeder möge sich selbst seinen Reim davon machen. Auf Wiedersehen.